Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mafia 2. Schön sagt der Billy the Kid, die brauchen wir nicht. Gehen wir. Dass sie immer ins Wort fallen müssen. Ja, definitiv. Ja, der Faxer ist weiterhin am Zocken. Wir haben eine große Aufgabe vor uns, das wissen wir ja. Den kleinen Martin nehmen wir mit. Auf wen wartet denn der Joe noch? Ja, kleiner Martin kommt mit, weil der fährt wie eine gehängte Sau mit dem Auto rum. Soll er, und das können wir gebrauchen. Gesagt, ja, ne? Ja. Und ja, der hält uns ein bisschen den Rücken frei, hat der Joe gesagt. Der birgt für ihn. Und nee. Ja, was sitzt denn im Keller? Willst du das Moped rausholen? Oh ne. Gerade ein Ohrwurm. Das bist du vorne raus, ne? Ja. So. Passt noch nicht alle in die Corvette, ne? Ich wollte gerade sagen, der fährt ja nicht mit meinem Auto, der hat ja selber schon. Nein, ne, okay. Okay, ich fahre. Hä? Ich dachte, Marty fährt. Na, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Oh. Warum kniet denn der eine da im Dreck? Hm? Wir knieten den da im Dreck? Ach so, der Bein. Oh nein, bitte nicht! Ja, du hast euren Anzug und geilen Hut gesehen und direkt gewusst, oh, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ich will aber jetzt eigentlich, da steht jetzt nämlich die Karre beim Joe in der Garage. Nee, nee, das ist ja unsere Garage beim Joe. Aha. Nee, du musst in die andere Garage, wir nehmen Joes Wagen. Ach so. Weil da, was hat denn der jetzt? Ach genau, das haben wir ja vorhin gesehen vorhin. Ist schon ein paar Folgen her. Als wir in die Mafia aufgenommen wurden, dann gab's ja den geilen Video. Einspieler. Das ist unser Fluchtwagen. Oder Joe sich das Auto gekauft hat. Sprengstoff und Verkehrsunfälle nicht besonders gut. Sprengstoff? Ja, für ein kleines Feuerwerk. Aber vergiss es wieder. Wir müssen zum Empire Arms Hotel. Park in der Tiefgarage. Du hast Sprengstoff im Wagen, sei also vorsichtig. Geht er denn hoch, wenn ich hier Unfall baue, oder? Ja, scheinbar. Gut, werden wir vorsichtig fahren. Aber ich dachte, der Marty will fahren. Er macht dann. Na, der macht dann Fluchtwagenfahrer. Ja, gut. Wie sie wollen. Ja, das muss ja hier auch gerechte Arbeitsverteilung sein, ne? Ja, definitiv, aber irgendwie sind wir immer diejenigen, die fahren müssen. Ja. Ich dachte auch mal, schon, Jungs, was läuft in dem Hotel da, hä? Rückt raus mit der Sprache. Was willst du, ein Buch schreiben? Ich hab dir gesagt, was du wissen musst. Hey, ich bin nur neugierig. Diese ganze Geheimniskrämerei... Marty, diese Geheimniskrämerei ist wichtig. Je weniger du weißt, desto besser für dich. Wenn du uns weiter Löcher in den Bauch fragst, sehe ich mich in Zukunft nach einem anderen Fahrer um. Schon gut, keine Fragen mehr. Geht klar, ich hab verstanden. Ja, kleiner Martin, muss immer ins Wort fallen, ja. Jetzt hab ich schon gänzlich vergessen, was ich sagen wollte. Ihr wollt das Hotel in die Luft jagen, stimmt's? Marty! Okay, entschuldige. Noch ein Wort von dir. Entschuldige, kein Sterbenswörtchen mehr. Bist du farbenblind? Die war rot. Was? Der hat Probleme, sagst du? Ja, der kann immer aufregen, ja. Aber nur bei Rot, das mag er nicht. Ja, das hat er was, ne? Auch Leute umlegen einfach mal so auf der Straße. Gehört zum Job, ne? Weil es ja Job ist. Weil es ja Job ist, ja. Ich meine, ein Metzger schlacht auch sei Sau. Weil sein Job ist. Date, für mich ist das kein Date. Ja, kleiner Insider. Der ein oder andere kennt's vielleicht. Die gute Bundeswehr. Was schmatzt denn du so rum hier? Hinten ist deine Garage. Ja. Da fahren wir rein. Hat er ja schon mal. War vorsichtig. Ich habe ja Angst hier. Macht's bumm. Wirklich ist der Marty auch fähig nachher. Ich seh schon, komm, wir kommen raus und der Typ. Ist fähig. Du sollst in die Garage hören. Warte mal ab, muss das mal wenden. Im Wendenkreis. Hab ich gedacht, echt. Tag da und lass alles steht eine grüne Corvette. Nicht, dass uns Clementis Leute filzen und wir auffliegen. Noch eine Corvette. Okay, wir bräuchten aber irgendwie noch. Tarnung. Okay, Rito und ich gehen da rein und ziehen unsere Sache durch. Du wartest hier auf uns. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören, und zwar pronto. Und steck die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe. Clementi hat das ganze 18. Stockwerk gebietet, das dritte von oben. Da gibt's Suiten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir darauf? Hintenrum durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Unterhose ist sauber. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Ah, der Marty ist mir ein bisschen zu sehr aufgeregt. Ja. Wir schnappen uns ein paar Putzklamotten vom Reinigungstrupp und dann machen wir da oben mal richtig sauber. Oh, Wortspiele. Klingt gut. Du hast dir ja echt was einfallen lassen. Werd ja nicht frech. Da drin müsste einer vom Hotel mit den Klamotten auf uns warten. Sehen wir mal nach. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. Keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Sprichst du mit dir selbst? Du bleibst hier. Ah,
Nie darf ich mit. Das ist echt cool gehört. Doch, Lene. So. Dann werden wir mal tun, was da verlangt ist. Ach, scheiße, abgeschlossen. Dieser Idiot sollte sie dafür uns auflassen. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße. Gibt's nicht noch einen anderen Weg da rein? Bestimmt eine andere Tür offen. Ich warte hier, falls dieser Trottel noch auftaucht. Dieses faule Stück Scheiße. Ist da irgendwo eine Tür rum? Guck mal weiter hinten. Ach schon, du Idiot. Ach gut. Da ist doch offen. Ja, aber ist offen nicht, dass er sich hier direkt anquatscht. Das sind da bestimmt schon seine Männer. Darf ich hier rein? Ja, probier's mal. Hey. Ja? Hast du Ting Lao gesehen? Ja. Und wo ist er? Die Tür aufmachen, oder? Scheinbar. Ist hier bügelt. Also Wäscherei, ne? Mhm. Brauchst eine Putzuniform. Ach, guck mal, jetzt kommt er auch. Jetzt. Mhm. Das hat sie doch gebracht. Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Noch eine Minute und du hättest dich zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Es tut mir leid, Was soll's? Verschwinden wir von hier. Siehst komm, du? Joe. Läuft doch alles wie am Schnürchen. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Die was? Die Overalls. Ach, die Überalls. So, mal gucken, wie schick der Video aussieht in Arbeiterkluft. Vito, Moment. Hier. Och, gucke. Kleb dir das Ding an. Willst du mich verarschen? So erkennt uns keiner wieder. Oh, nee. Los, tu es einfach. Na toll. Der Joe ist so cool, ey. Das ist der Typ. Legen wir los. Haben wir jetzt einen Bart? Zeig mal. Ja! Wir zwei, hier rüber. Wisch die Schweinerei weg, ihr Idioten. Ja. Mach die Schweinerei weg, sonst bricht sich noch jemand den Hals. Na los, Bewegung! Oh. Hey, ihr beiden. Da oben wartet noch eine Menge Arbeit auf euch. Na, macht schon. War das nicht Henry? Komm mit. Hm. Die kennen wir doch alle noch. Schwein gehabt, das war Henry. Ja. Henry? Okay, verschwinden wir, bevor er zurückkommt. Was macht Henry hier? Tja. Der hätte uns auf jeden Fall erkannt. Da hätten auch die Bärte nichts geholfen. Ich habe Henry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, wenn doch. Daran darfst du nicht mal denken. Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir einen treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Das hoffe ich schwer. Nur wegen dem Schnauzer? Was ist die Tarnung, Alter? Wurde auch Zeit. Wo zum Teufel habt ihr gesteckt? Im Konferenzraum wurde was verschüttet. Okay. Also wenn ich jemanden treffe, ja, den ich zuletzt gesehen habe... Und keine Fragen, was das ist oder wie es dorthin gekommen ist. Wischt es einfach weg. Ihr findet gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn nicht alles blitzblank ist. Ich gebe euch kostenlos einen guten Rat. Wischt alles blitzblank. Und verpisst euch dann wieder. Willst du noch einen? Du musst aufpassen, ne? Manche können dich erkennen. Aber von hinten nicht. Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Achso, da drüben muss man. Unordnung? Ah, die Unordnung. Na dann komm mit, ihr zwei. Das wird die romantischste. Was willst du jetzt noch sagen eigentlich? Einer der Jungs, die vorhin hier waren. Der ist gestolpert und hingefallen. Der Arm ist mit dem Kopf aufgeschlagen, ungefähr 5-6 Mal. Und jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also Jungs, wischt diese Sauerei auf. Und zwar flott. Wo denn? Verfluchte Wichser. Ach da. Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. Alter. Ja, hilf mir mal. Loch ins Fenster. Scheiße. Verdammt. Der gelbe. Plus
Plus der Rote zum Minuspol. Oh Mann. Ist das vielleicht eine Fummelei? Das Kabel sieht nachher keiner? Perfekt. Okay, den kniffligsten Teil haben wir schon mal. Ja. Sagt er noch was? Schrubbe die Flecken weg. Streng dich an. Ist nicht dein Ernst, dass ich die Flecken jetzt mal wegmachen muss? Ja, ist doch. Das ist fall mal auf, ne? Hier drüben. Ist das auch weg. Ja, also, wenn ich jemanden treffe, den ich zuletzt gesehen habe, also als ich noch keinen Bart hatte, dann läuft der nicht an mir vorbei. Ne? Das wollte ich vorhin sagen. Also, die erkennen mich trotzdem. Ja. Und ich habe nicht nur einen Schnauzer. Ne? Ah, ihr seid fertig. Ja. Dann verschwindet jetzt. Hatten wir vor. Schön mit einem Eimer Wasser und einem Lappen einen Teppich geschrubbt. Ja, geht dann schon raus. Und jetzt aufs Dach. Bis auf, dass dich ja keiner erkennt. Rücken zudrehen immer. Mhm. Nicht so nah dran vorbeigehen. Das ist Clementi. Halt. Wir könnten ihn sofort umlegen, wenn wir eine Knarre hätten. Sag's doch noch lauter. Ja, klar. Und in 2 Sekunden wären wir tot. Immer mit der Ruhe und halt dich an den Plan. Alles klar, Joe. Für seinen Plan hier entwickelt. Machen wir einfach mal mit. Ich finde den Plan bis jetzt ganz gut eigentlich. Ich auch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie nicht... Dass der Sprengstoff vielleicht doch ein bisschen mehr Bums hat, als der Joe denkt. Verdammt. So viel Sport ist nicht mein Ding. Warum haben die hier so viele Scheißstufen? Lauf, Joe, komm. Soll ich dich tragen? Vito, warte mal. Ich habe was vergessen. Hier. Für dich. Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 1911er Colt mit modifizierten Magazinen. So das Ding her. 23 Schuss. Kugel hat ist gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Davon gibt's nur 2 auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Vollidioten. Habt ihr ein Problem? Was gibt's denn da zu glotzen? Macht einen Abgang, sonst komme ich runter und gebe euch was aufs Maul. Clementis Männer. Schnell. Wir müssen hier weg. Das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. Ja, super. Und jetzt? Findet die Plattform zum Putzen der Hotelfenster. Hm. Ja, du musst da durch. Ja, ich muss hier durch. Da oben hey, sind sie. Was zum Henker wollt ihr hier? Verzieht euch! Oh, super. Es geht los. Es geht los, weil der Joe wieder schon... Das ist alles? Dann fühlt ihr was. Das Schwein hat mich erwischt. Los, Vito. Welche vorne ist einer, ne? Unten. Da. Du bist mausetot. Mause. Der Joe, wie auch immer dieselbe Sprüche hat bei Schießereien. Ja. Einfach. Deckung. Was? Von hinten hin, ne? Komm Leben raus hier. Aus deinem da. Rattenloch! Ich bin der vorbeigerannt. Bin wieder da! So, kommt noch einer von hinten. Siehst du ihn auf der Karte? Mhm. Ich denk mal, der ist irgendwo oben. Du musst irgendwie hoch auf diesen Rundgang. Wollen wir alles ganz Schritt für Schritt hier lösen? Da geht eine Treppe hoch. Sehr gut. Der hat schon ein bisschen mehr geschützt. Komm raus aus deinem Rattenloch! Und das fällt jetzt nicht auf, ne? Dass da jetzt höchstens rumgeballer ist. Das fällt nicht auf. Also. Hast du das beim Militär unten gelernt? Einer. Los jetzt! Zack, zack! Ah, jetzt. So, das war schon okay. Da sind vielleicht noch mehr von der Sorte. Lad mal nach. R1. Was? Achso, es war L1. Bin wieder da! Ja, warte mal, Joe, ich kann nicht so schnell nachladen. So, hab ich gemacht. Gib mir Deckung! Geh Deckung, gib mir Deckung! Oh, lass es doch mal. Los jetzt! Zack, ach, der lebt noch! Jetzt nicht mehr. Lebte. Wenn der Hut runterfällt, ist er tot. So, wir müssen in die andere Richtung da zum Punkt. Fensterputzer-Dingsbums. Hättest du abbiegen müssen, ja, genau. Oh, guck mal, geile Sicht über Empire Bay. Geil.
Oh, das ist schon nice. Unten auch. Müssen wir mal stehen, Kollegen, hier, wenn wir hier weiter oben langlaufen, damit der uns nicht stört. Alter, warte, das guckt der nicht. Hm? Da unten sind einige, ne? Der von drüben, das auf mit seiner. Da will ich mir dann gleich. Oh, die ist runtergefallen. Scheiße. Ja, da kommen wir nochmal lang. Okay, das hätten wir. Hoffentlich hat uns keiner gehört. Na was? Solche Gebäude haben schalldichte Fenster. Und wir sind so hoch oben, dass uns von unten keiner sieht. Los, auf die Fensterputzerplattform. Jawohl. So, hier haben wir die Fensterputzerplattform. Och, ist ein bisschen halt wortkarg, die Episode, aber es ist halt über so viel Video und so viel los. Ja, ne? Also fallen sie auch ständig ins Wort. Definitiv, aber wir kommen ja gar nicht zu einem richtigen Gespräch. Ich bin gespannt, wie das dann ist mit der. Der Explosion. Ja, wer kommt, wer da? Kommt da hochgefahren? Ach, hier der Kollege. Ich bin mit der Etage noch nicht. Oh, Scheiße. Ach, ist ein anderer. Er sieht bloß wieder genauso aus. Nicht schießen. Ich tue alles, was ihr wollt. Die Hände auf den Rücken. Wir tun dir nichts. Gut, Joe, dann lass uns mal hier schnell möglichst den Job. Der Marty wartet auch und ich hoffe, der Marty macht keinen Mist hier unten in der Garage. Ja, der war mir ein bisschen hektisch, du. Nicht, dass der unüberlegte Sachen tut. Ja. Sollst die Putzkraft fesseln jetzt? Er macht doch mal. Du hast Glück. Alle anderen hat's erwischt. Hm, tatsächlich. Lag da gerade ein Heftchen? Ja. Jawolski. Das ist so, der soll putzen, ist so, der guckt schon. Ah. Okay, das ist halt was Gutes. An die Arbeit. Was haben wir denn? Oh. Schnell wieder weg. Ich glaube, das muss ich mal zensieren für YouTube, oder? So eine Fette. Wenigstens die Breasts. Ah, das waren schon ordentliche Beatsen. Hey, wie viel Draht hast du? Draht? Genug. Und wie viel ist genug? Reicht er bis zum Dach? Nein, ein oder zwei Etagen hoch. Mehr brauchst du nicht. Ah, sicher? Na, das ist ja wieder ganz schlau. Was ist? Du hast einen Schatten. Was, wenn uns die Explosion auch erwischt? Wird sie nicht. Wir kriegen kaum was davon mit. Das will ich hoffen. Wenn es uns hier runterhaut, liegen wir als Matsch auf der Straße. Ich hab irgendwie die. Naja, entweder ist der Martin nicht da oder der Joe hat schon ein bisschen verkalkuliert, aber irgendwas okay, passiert wieder. Das ist das richtige Stockwerk. Wir werden's sehen. Man weiß es halt nicht. Schnapp dir den Wischer und fang an, die Fenster zu putzen, damit wir nicht auffallen. Ich verbinde die Drähte. Alles klar. Sauber machen. Na dann mal los, Junge. Hoffentlich erkennt dich jetzt keiner. Hm. Das ist richtig. Was macht denn der Joe hier eigentlich? Na, der fummelt jetzt die Drähte zusammen. Luft. Jetzt wird's interessant. Sweet Passion. Oh ja, ne. Kirschblüten. Okay, geschafft. Jetzt fahr uns ein Stockwerk hoch. Mach dein Testament, Clementi. Ah. Das geht ja wie geschmiert. Na also. Diese Arschlöcher merken nicht. Oh, Scheiße! What the fuck? Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Das Ding ist zu früh hochgegangen. Gemütlich zusehen, ja? Ja, ist ja gut. Sehen wir mal nach. Hast du Schnauze abgefallen? Scheiße, wieso höre ich dir überhaupt noch zu? Manchmal benimmst du dich echt wie hirnamputiert. Verdammt! Scheiße! Was war das? Ich hätte fast auf meine neuen Schuhe gepisst. Was für eine Sauerei. War das ein Erdbeben? Was zum Teufel? Oh, Scheiße! Der Wichser lebt! Ihr Arschlöcher! Was Scheiße, wie du Clementi darf nicht entkommen! Oh nein, ich wusste es doch. Ach, irgendwas super. Passiert hier. Los, jetzt geht's. Jo. Mann, die haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Nein! Ich hab nichts getan! Nein! Hat wohl sein Martini gespielt. Mir ist egal, wer du bist.
Schießerei immer endlos. Hast du das beim Militär gelernt? Früher oder später krieg ich dich. Gib mir Deckung. Immer die gleichen. Es ist vorbei! Ich hab den Kampf jetzt nicht schlecht, was? Da geht einiges kaputt, oder? Oh, hinten der Rolle, oder? Das ist erst ja. Sehr gut. Dann schon. Mensch, du bist ja gleich tot. Dann blüht dir was. Wo ist denn hier noch einer? Vielleicht eine Etage höher. Ja. Das heißt, du müsstest noch die Etagen hochkämpfen. Oh Gott. Oder tiefer. Wir rennen ja irgendwann runter. Warte mal nach. Sauber. Bald alle. Ja. So, guck mal hier noch. Ach, scheiße. Los, Vito. So viel Schnaps und so wenig Zeit. So, kannst du natürlich auf die Arbeit. Was hat er gerade gesagt? So viel Schnaps und so wenig Zeit. Ja. Geil. Einfach nur geil. Na? Sauber. So, ich würde sagen, ich muss mal kurz Luft holen. Denn wie das Ganze weitergeht... Warte, ich verstecke mich unter Bar, ich verstecke mich unter Bar. Ja, den machst du jetzt noch kalt. Versteck dich mal wirklich so dahin. Hörst du weg. Show schon erledigt. Ja. Okay. Wie das weitergeht, ob wir hier rauskommen, ob Marty die Nerven behält oh, und ja. Wie das Ganze weitergeht. Sehen wir in der nächsten Episode. Ja. Sehen wir in der nächsten Episode. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao. Ciao.